könnt mich gerne Steph Curry nennen, aber oh Gott, wo kam der Depp eigentlich her? Keine Ahnung, ich war zu gehypt, ich treff sonst nie. Und ja, sowas machen wir hier zwischendurch auch mal. Ist wichtig, auch fürs Teambuilding. Ja? Und apropos, jedes Team braucht eine Jule. Guckt euch an, wie begeistert sie hier ist, wie sie da klatscht. Das ist der Spirit, den wir hier brauchen, Freunde. Hallo und herzlich willkommen, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, bei der Woche in Blau-Weiß, präsentiert von 94.3 RS2. Dennis hier wieder für euch am Start. Ja, da war doch schon mal ganz schön was los bei uns, aber der Reihe nach. Am Wochenende macht Jessic gegen Mainz mit seinem allerersten Elfmeter in einem Pflichtspiel im Männerbereich das 1:0. Absolut selbstbewusst und absolut stark. Nein, also, weil der Schiri halt schon rausgegangen ist und so. Und da dachte ich mir, ja, okay, da muss da was gewesen sein. Dann dachte ich mir, ja, dann wird er Elfmeter geben müssen. Dann bin ich schon hingelaufen, hab mir da ein paar Meter gespart. 3 Punkte wären am Ende natürlich schöner gewesen. Aber gegen so eine gut aufgelegte Mainzer Truppe muss man aktuell überhaupt erstmal punkten. Wobei FN7, Florian Niederlechner, der sagt, dass auch definitiv mehr möglich gewesen wäre. Am Ende glaube ich, hat Mainz einen glücklichen Punkt geholt, wir leider nicht gewonnen, aber jeder Punkt zählt, den nehmen wir mit und jetzt Vollgas nach Hoffenheim und schauen, dass wir da 3 Punkte holen. Und ein anderes wichtiges Thema in dieser Woche, natürlich unsere Partnerschaft mit 777. Die komplette PK gönnt ihr euch, genauso wie die exklusiven Interviews mit den Verantwortlichen auf unseren Kanälen. Dort wird erklärt, wie diese Partnerschaft genau aussieht, wie wir langfristig davon profitieren und wie wir selbst als Verein die Zukunft angehen werden. Also guckt gerne mal rein, wenn für euch noch ein paar Fragen offen sind, dort gibt es auf jeden Fall die Antworten. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, möchte ich mich aber erstmal bei euch Fans bedanken. Sowieso für die tolle Unterstützung im Stadion, aber explizit auch bei denen, die tatsächlich vor dem Mainz-Spiel auf eine kleine Currywurst bei Payman am Imbiss Olympische Brücke vorbeigekommen sind. Und warum? Weil sie das hier beim letzten Mal in der Woche in Blau-Weiß gesehen haben. Deswegen, ohne Witz, das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Liebe geht auf jeden Fall raus. Und als kleines Dankeschön von mir für euch habe ich nämlich auch eine Kleinigkeit. Eine richtig coole Hertha-Überraschungs-Osterbox. Was da drin ist? Keine Ahnung, aber einer von euch bekommt diese Box hier einfach mal geschenkt. Was ihr dafür tun müsst? Die Ostereier auf unserem YouTube-Kanal suchen. Hey, kein Ostern ohne Ostereiersuche. Und wenn ihr meint, ihr habt alle gefunden, dann ergibt sich ein Lösungswort. Das schreibt ihr in die Kommentare und zack, seid ihr im Lostopf. Also, viel Spaß beim Suchen. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Bundesliga-Duell. Hertha gegen Hoffenheim. Berlin, 3,6 Millionen Einwohner, Hoffenheim 3.266. Wir haben über 270 Tankstellen in der Stadt, Hoffenheim eine. Wie wir uns zuletzt im Kraichgau geschlagen haben, gibt's bei Fakten, Fakten, Fakten gegen Hoffenheim. Fakt Nummer 1, 3:3. Unsere Bilanz auswärts bei der TSG ist jetzt nicht unbedingt rosig. In den letzten 11 Gastspielen konnten wir nur 2-mal gewinnen. Wenn wir aber dreifach gepunktet haben, dann auch direkt mit 3 Toren. Zuletzt war das im Mai 2020 der Fall. Die Zuschauerränge Corona-bedingt wieder Lava. Nachdem es in Hälfte 1 noch torlos blieb, legten wir in der zweiten Halbzeit richtig los. Die Flanke von Plattenhardt wird hier zwar noch geklärt, Peker nimmt den Volley, den Schuss hört man in ganz Sinsheim und Akpo Guma fälscht ihn ins eigene Tor ab. Ja, da war das Glück definitiv auf unserer Seite. Der Ball von Peker wäre schon eher daneben gegangen und auch Ibisevic wäre hier wohl nicht mehr rangekommen. Nur 2 Minuten später greifen wir über links an. Plate wartet noch kurz, weil Maxi im Abseits steht. Dann kommt aber der Pass, Maxi drückt R1 und bringt die punktgenaue Flanke auf die Birne von Ibisevic zum 2:0. Am Ende ist es Kunja, der die Kirsche auf die Torte legt. Setzt sich hier sehr, sehr lecker durch. Marschiert und marschiert und schrummt ihn einfach rein zum 3:0 Endstand. Und wie schon gesagt, auch 2013 gab es 3:3 mit den nice orangenen Trikots damals. Habe ich zu Hause auch noch irgendwo. Nach 13 Minuten zündet Adrian Ramos den Turbo und kann vom Ex-Hertaner Salihovic nicht mehr gestoppt werden. Der Pass genau in die Schnittstelle und Ben Hatira donnert ihn zur Führung rein. In der zweiten Halbzeit ist wieder Ramos im Mittelpunkt. Ey, alle unter 18 bitte mal kurz weggucken. Hier wird der übel von Westergaard von den Beinen geholt.
Elfmeter für uns. Die Hoffenheimer zeigen hier, dass das VR vom rutschigen Rasen kam, aber ohne Videobeweis damals bleibt Schiri Aitekin beim Strafstoß. Wir gucken vorsichtshalber nochmal rein. Ey, aber wirklich nur, wenn ihr einen starken Magen habt. Alter! Nein, also jetzt mal ehrlich. Also irgendwie fragwürdig. Ramos nach dem brutalen Foul noch angeschlagen, schießt ihn aber absolut lässig zum 2:0 rein. Danach kippt das Spiel und Hoffenheim kommt tatsächlich noch zum 2:2 Ausgleich, ist im Verlauf vielleicht sogar eher noch am Führungstreffer als wir. Allerdings machen wir ihn dann kurz vor Schluss. Hosogai nimmt Pekka mit, der mit der butterweichen Flanke in die Box. Und habe ich heute eigentlich schon mal Ramos erwähnt? Adrian mit dem 3:2 Siegtreffer. Und wer genau hinguckt, der sieht hier in der Mitte auch einen gewissen Tolga Ciaci, der damit also wie Pekka weiß, wie man bei der TSG gewinnt. Fakt Nummer 2, die aktuellen Statistiken der beiden Teams, die kann man einfach nicht schönreden. Kurz mal Zähne zusammenbeißen, wir machen das jetzt so, als würden wir ganz schnell ein Pflaster abziehen. Tut nur ganz kurz weh. Tabellarisch spielen wir als 15. beim 18. In 2023 haben wir tatsächlich die meisten Gegentore kassiert, Hoffenheim die zweitmeisten. Und in diesem Duell trifft das Schlusslicht der Heimtabelle auf den letzten der Auswärtstabelle. Ja, also schön klingt das alles nicht. Umso wichtiger, dass wir bei der TSG ordentlich Alarm machen, damit wir auswärts endlich mal wieder punkten und den guten Schwung, den wir zu Hause schon langsam aufgebaut haben, auch mit in den Süden nehmen. Zum Personal der Hoffenheimer. Ende Januar haben sie mit John Anthony Brooks einen Ex-Hertaner verpflichtet, der bis 2017 noch bei uns gespielt hat. Stürmer Andrej Kramaric hat mit seinen 10 Toren gegen uns gegen keinen anderen Bundesligisten öfter getroffen. Fakt Nummer 3, es selbst regeln. Der Coach hat es in der Trainingswoche selber schon gesagt. Du musst es am Ende selbst regeln, es wird dir niemand helfen. Und so sieht's aus. Unsere Jungs haben es gegen Mainz zu Hause mit einfachen Mitteln und Kampf schon eigentlich ganz gut gemacht. Und genau das müssen wir jetzt auch einfach mal auswärts bestätigen. Leider weiterhin ohne Djanga, Chidi und Kian Nsona, dafür aber mit Willy Konga, der gegen Mainz nach seiner Verletzung endlich sein Comeback gefeiert hat. Welche Startelf wir aufs Feld schicken morgen, wird sich dann erst zeigen. Dafür hat der Coach aber einen genauen Plan, worauf wir gegen die TSG achten müssen. Also aggressiv erwarten wir sie sowieso, unabhängig davon, ob es jetzt um den Job des Trainers geht oder nicht. Das nehmen wir dann auch nur zur Kenntnis, aber das spielt jetzt inhaltlich in unserer Vorbereitung auf das Spiel keine Rolle. Wir sind natürlich im stetigen Austausch mit Sandro, telefonieren oder schreiben mehrmals am Tag und stimmen uns über alle Inhalte, was natürlich auch vor allem auf dem Platz passiert, ab. Morgen 15.30 Uhr geht's dann gegen Hoffenheim. In unseren roten Trikots werden wir da morgen übrigens spielen. Ja, apropos Trikot, da gibt's doch direkt noch eine kleine News von unserem E-Sports-Team. So, da gucken wir doch hier mal im E-Sports-Raum vorbei. Taschen, Jungs. Und ganz hinten natürlich auch Marie mit dabei. Ja, hi. Cooles Trikot übrigens. Ey, danke. Aber weißt du, was noch cooler ist? Was denn? Das gibt's mittlerweile auch im FIFA. Nein! Doch, schau mal her. Jovetic trägt das sogar gerade, aber ich finde, mir steht das so ein bisschen besser als Jovetic, oder? Mal kurz der Vergleich. Ja, doch. Ja, safe. Aber schon cool, also man kann das jetzt direkt erstmal bei FIFA zocken. Ja. Freunde, gönnt euch das. Direkt als Heimtrikot auswählen, Leute. Mega schön. Ich mag das Trikot auch so gerne, voll gut. Und wenn du selbst auch mal bei FIFA zeigen willst, was du so kannst, wir haben am Sonntag ein VBL Wildcard-Turnier, wo es noch ein paar freie Plätze gibt. Also kostenlos ganz schnell anmelden auf herthabsc.com. Der Sieger qualifiziert sich einfach mal für die Open Playoffs der virtuellen Bundesliga und darf dort Hertha BSC präsentieren, um sich mit den besten Spielern Deutschlands zu messen und um den Einzug zur deutschen Meisterschaft zu kämpfen. Also wie gesagt, meldet euch ganz schnell an, solange es noch Plätze gibt. Und wenn ihr dann sowieso schon auf unserer Website unterwegs seid, holt ihr euch doch direkt eure Tickets zu unserer Benefitspiel nächste Woche am Freitag, den 24. März um 18 Uhr im Poststadion gegen den Berliner AK. Alle Einnahmen dieses Spiels werden von beiden Vereinen komplett zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. Über 4 Wochen ist dieses schreckliche Erdbeben her. Viele Menschen haben einfach alles verloren und ihr könnt mit euren Ticketkäufen oder wenn ihr euch im
Stadion eine kleine Cola holt, wenn ihr selbst direkt einfach mal Geld spendet, dann könnt ihr mithelfen, dass solche Containerdörfer hier aufgebaut werden. Damit die Menschen in der Türkei zumindest als Zwischenlösung endlich wieder ein Dach über dem Kopf haben. Da seht ihr also auch direkt, wo das Geld landet. Da überlegt man nicht zweimal, Freunde. Also holt euch eure Tickets auf herthabsc.com, kommt zum Spiel gegen den BRK und lasst uns zusammen eine richtig, richtig große Spendensumme sammeln. Damit ist alles gesagt. Ihr seid up to date, seid ready für den Spieltag gegen Hoffenheim und wisst, wie ihr anderen Menschen in der Türkei helfen könnt. Wir sehen uns dann in 2 Wochen hier wieder bei der Woche in Blau-Weiß. Ist ja erstmal die Länderspielpause noch dazwischen. Und bis dahin haue ich euch erstmal noch meine neue Rubrik um die Ohren. Die Frage der Woche. Also, welcher ehemalige Hertha-Spieler hält den Bundesliga-Rekord für die meisten Einwechslungen in Folge? Na, eine Idee? Vielleicht gebe ich in den Kommentaren ja auf unseren Kanal noch ein paar Tipps. Also guckt da gerne mal rein. Also haut rein, hau he, euer Dennis. Macht's gut, ciao, ciao.